Nach dem Abstieg aus der Regionalliga stand für den SV Gmundner Milch zu Saisonbeginn gleich eine fast unlösbare Aufgabe an. Denn niemand geringerer als der FC Superfund Pasching wartete als erster Gegner. Viel Spaß beim Start in die Radio Oberösterreich-Liga. Ein herzliches Grüß Gott im Gmundner Alpenstadion zum ersten Match in der neuen Meisterschaft in der Radio Oberösterreich-Liga. Über 900 Zuschauer sorgten für eine prächtige Kulisse, darunter auch rund 300 mitgereiste Fans des Titelanwärters, dem FC Superfund Pasching, der bereits nach 2 Minuten ziemlich überrascht gewesen sein dürfte, als die Gmundner Hausherren durch Miron Muslic und Sako Kavic zu einer hochkarätigen Torschance kamen. Strömender Regen während der gesamten 90 Minuten, in denen sich der neu formierte SV Gmundner Milch von einer mannschaftlich sehr homogenen Seite präsentierte, wenngleich die in Rot spielenden Gäste schon rein von der Papierform her ein ganz anderes Kaliber darstellten. Edi Glieder kommt hier nur ein paar Zentimeter zu spät. 13. Minute, Pasching erhöht den Druck und Harrison Kennedy zeigt erstmals sein ganzes fußballerisches Können. Mit diesem Bilderbuch-Tour bringt Kennedy das Star-Ensemble aus Pasching mit 1:0 in Führung. Ein durchaus verdienter Treffer, der aber den SV Gmundner Milch keineswegs aus dem Konzept brachte. Im Gegenteil, die Hausherren stemmten sich dagegen und Manfred Winkler scheitert nur knapp. Der Absteiger aus der Regionalliga, weiterhin ohne allzu großen Respekt, eröffnete der abgebrühten ehemaligen Bundesliga-Truppe natürlich immer wieder sehr gute Chancen. Und eine davon nutzte Edi Glieder in der 20. Minute zum 2:0. Bis zur Pause taten die Gäste dann nicht mehr sehr viel. Gmunden hingegen versuchte mit energischem Vorchecking doch noch den Anschlusstreffer zu erzielen, was Andi Galeitner kurz vor Ende der ersten Halbzeit mit diesem Prachtschuss auch beinahe geglückt wäre. Nach dem Seitenwechsel herrschte zunächst Alarmstufe Rot im heimischen Strafraum. Zunächst scheitert Glieder am Pfosten, dann Ronny Brunnmeier an Goalie Matthias Lanninger. Es blieb aber vorerst beim 2:0. Kurz darauf waren in dieser doch recht flotten Partie die Gmundner wieder am Zug. Der Schuss von Marco Mittermeier fällt aber zu schwach aus. In der 70. Minute jedoch sollte es endlich soweit sein. Izmir Jamakovic erzielt mit diesem herrlichen Freistoßtor den verdienten Anschlusstreffer für den SV Gmundner Milch, der natürlich noch einmal Hoffnung schöpfte. Doch auch der FC Superfund Pasching zog noch einmal die Zügel an. Kennedy scheitert aber am großartigen Lanninger. Am Ende blieb es beim 1:2, gegen den absoluten Titelfavoriten jedoch ein trotzdem gelungener Einstand in die Radio Oberösterreich-Liga. Erste Halbzeit war der kleine Unterschied, dass die 3-4 Chancen, die beide Mannschaften gehabt haben, die haben sie halt verwertet. Da sieht man die Bundesliga-Stürmer, zig hundert Bundesliga-Einsätze, die haben sie halt verwertet, wir leider nicht. Zweite Halbzeit am Anfang haben wir ein bisschen Glück gehabt, haben einen Stangenschuss gehabt, eine gute Chance. Und dann hat meine Mannschaft im Grunde eine Red-Sack-Mannschaft in die eigene Hälfte zurückgedrängt und hätte sich dann einen Punkt verdient. Leider ist es nicht ausgegangen. Wir sind nicht zufrieden, weil Zufriedenheit ist ein Rückschritt. Wir freuen uns. Es ist eine Basis für die nächsten Partien. Und wenn die Mannschaft so weiterspielt, werden wir noch einige Punkte einfahren machen. Im Endeffekt hat wahrscheinlich die abgeklärtere, routiniertere Mannschaft gewonnen. Wir dürfen nicht traurig sein. Auf der Leistung, wie gesagt, kann man aufbauen. Und wir schauen mit voller Zuversicht in die nächsten 25 Spiele.